Geht, Freunde, grüßt euch und willkommen zum 7. Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Und heute heißt es, Freunde, MSV Duisburg gegen SC Verl. Ja, Freunde, dritte Liga, Platz 17 gegen Platz 19. MSV Platz 19, ich weiß, es gab bessere Zeiten, Zebra zu sein. Aber wir machen nichts, Freunde. Wir brauchen den ersten Heimsieg. Vor allem den ersten Sieg, was für Heimsieg. Und deswegen war ich heute wieder im Stadion. Ich hoffe so sehr, wir haben gewonnen, ey, bitte, bitte. Wir haben ja unter anderem jetzt einen U20-Nationalspieler drin, ne? Gaspar Janda, Freunde. Boah, hab ich Bock, den zu sehen nachher. Ja, ansonsten, wer ist noch bei Verl, Freunde? Die kennt ihr bestimmt, die Otto-Brüder, ne? Es gab von denen früher eine WDR-Doku. Jari und Nick Otto, die sollten euch ein Begriff sein. Ansonsten möchte ich in diesem Vlog noch sagen, warum ich Bayern-München-Fan bin. Ja, ihr habt richtig gehört, Duisburger, ne? Und warum ich Duisburg-Fan geworden bin, ne, erfahrt ihr in diesem Vlog. Ansonsten möchte ich euch jetzt nicht immer die Anreise jeden Tag, ne, ins kleinste Detail zeigen, ne, diesen Duisburger Hauptbahnhof kennt ihr bestimmt inzwischen schon. Und über die Saison will ich ja noch zu vielen Duisburg-Spielen gehen, ne, Zebras, Weiß-Blau, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, ja, habe ich eine super coole, süße Nachricht bekommen von einer Duisburg-Supporterin. Die hat sich meinen Vlog angeschaut und mir direkt geschrieben, das hat mich so gefreut, ne. Ganz Familie ist auch Duisburg-Fan. Super sympathisch. Also, Duisburg-Fans, nicht so schüchtern. Schreibt mir auch gerne eine DM bei Insta. Ohne Witz. Generell kommentiert hier das Video. Liked, ne, abonniert. Freut mich immer extrem. Stadion-Vlogs feiert die auch total. Und von den Zebras, Freunde, das ist eine Herzenssache inzwischen bei mir hier. Ne, Duisburg, ole. Ach ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Stadion-Vlog. Und hoffentlich haben wir gewonnen. Guten Morgen, Freunde. Ja, Freunde, es ist Matchday. Ne, aber es heißt erstmal ab nach Düsseldorf, ne, ab zur Arbeit. Im Duisburg-Outfit schwer. Bin gespannt, ob ich mit Steinen beworfen werde. Ansonsten, ach ja, das Trikot, ne, wurde unter der Woche geholt. Barki ist hinten drauf. Ne, ihr wisst wieso, weshalb, warum. Letzten Vlog abchecken. Ansonsten wollte ich euch noch. Oh, ich kann kaum reden. Wollte ich euch heute noch erzählen, warum ich Bayern-Fan geworden bin und Duisburg-Fan. Machen wir das noch kurz. Passt. Und zwar ist das so, Freunde. Fange ich mal ganz von vorne an, ne. Pira, 5, 6 Jahre alt, hat einfach gesagt, früher hat behauptet, weil er sich null auskannte mit Fußball, mit Bundesliga, er ist Dortmund-Fan. BVB-Fan, warum? Weil ein Verwandter da in Dortmund gewohnt hat, einfach behauptet, keine Ahnung gehabt vom Leben, ne? Und dann, das erste Spiel, was ich je gesehen habe in meinem Leben, war das EM-Finale 2004. Das war Griechenland-Portugal, ne? Hat auch keine Ahnung von den Spielern und so, hat Griechenland gewonnen am Ende. Und dann irgendwann angefangen, diese deutsche Nationalmannschaft zu schauen. Wer ist mir ins Auge gestochen? Natürlich der Kapitän. Wer war Kapitän? Michael Ballack. Und dadurch super Michael Ballack-Fan geworden, ne? Großer Michael Ballack-Fan. Und ja, wo hat er zu dem Zeitpunkt gespielt? Beim FC Bayern München. Da war ich, keine Ahnung, 7, 8, 6, ne? In dem Alter irgendwo. Und dann ja, von da aus Bayern-Fan geworden. Direkt so ein goldenes Trikot damals noch geholt, ne? Ich weiß noch genau. So ein goldenes mit Roy Mackay und so, blende ich euch mal ein. Ansonsten ja. Michael Ballack-Fan gewesen über Jahre, dadurch Bayern-Fan, ne? Se Roberto und Co. Und was ist parallel passiert? Zweite, dritte Klasse, Freunde, Kindergeburtstag. Ihr fragt euch, hey, was für Kindergeburtstag? Ich wurde zweimal back-to-back von Philipp, Grüße gehen raus, zum Geburtstag eingeladen. Und wo hat er seinen Geburtstag gefeiert? Erstes Mal im MSV-Stadion, ne? Einfach gegen Hertha BSC Berlin, mein Marcelinho gesehen. Da weiß ich noch, ich habe gefroren. Ich wusste nicht, wie man sich anziehen soll. Stadion, wir saßen hoch, ne? Es war kalt. Es war so kalt. Ich weiß nicht, ich habe gezittert. Ich konnte mich kaum aufs Spiel konzentrieren. Ich glaube, das Spiel ist 1-1 ausgegangen oder so, ne? Habe einen Elfmeter gesehen, das weiß ich noch, von Marcelinho. Oder von Grilic noch? Ach, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das mein erster Stadionbesuch. Und da hat mich direkt die Vereinshymne, Torhymne, alles gecatcht. Ahanfu, Fußballgott, ne? War auch noch diese Zeit. Und danach das Jahr hat einfach mich wieder eingeladen und hat das wieder gefeiert. Gegen Karlsruhe war das aber. Und da war ich so fett eingepackt, Freunde. Ich weiß noch genau, mir war zu warm. Das war das Problem. Es war schon lustig. So, deswegen erinnere ich mich immer an diese zwei Stadionbesuche so krass. Und deshalb bin ich auch Duisburg-Fan geworden am Ende. Und über die Jahre dann halt immer wieder verfolgt, bisschen, ne? Nicht mehr so intensiv. Aber ja, jetzt gerade wegen intensiver denn je gefühlt. Gerade auch, wenn man sich das wieder leisten kann, ne? Diese ganzen Stadionbesuche und so, auch die Zeit, die sich rausnimmt. Aber ja, so ein bisschen mein Background, meine Story zum Fan geworden und so. Ne? Dann wisst ihr auch, warum ich Bayern-Fan bin und Duisburg-Fan. Und ja, ansonsten Bayern, da war ich leider nur einmal im Stadion bis jetzt. Ne? Ihr wisst die Distanz, ich wohne in Nähe Düsseldorf. Da war ich halt in der 8. Klasse oder so gegen Bremen mal in München. Da sind wir mit so einem Fernbus gefahren um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens, sind um 10 Uhr morgens angekommen. Mussten bis 15:30 Uhr da ausharren. Ich weiß noch, ich war Dead Body Report. Und dann aber hat
Bayern gegen Bremen gewonnen, 4-1. Ich habe Robben gesehen, Ribéry, Alaba, das war so geil. Ja, das war so die Zeit, Freunde. Ich glaube, ich habe euch jetzt genug vollgetextet. Sehen wir uns nachher wieder, ne? Kurz vor der Anreise oder kurz vor Duisburg. Maybe auch schon in Duisburg. Bis später. Was geht, Freunde? Wir haben 17 Uhr, ne? Ihr wisst Bescheid. Feierabend, wie das duftet und so. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich in Moers geboren bin, ne? Ich bin auch ein bisschen Duisburg-Fan, ne? Sind dann in der 6. Klasse irgendwann umgezogen in Düsseldorf. Und ja, der besagte Philipp war zusammen mit Thailand Duma, ne? Der bei Nürnberg inzwischen spielt. Bei mir in der Klasse und deswegen auch vielleicht deswegen Duisburg-Fan geworden, ne? Ihr wisst Bescheid. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, Freunde. Matchday, ne? Gleich geht's ran. Ihr kennt das Ergebnis schon. Ich hoffe, wir werden nicht gebrochen. Der Kollege, Arbeitskollege gerade auch schon. Was, du bist Duisburg-Fan und so? Der hatet Duisburg. Aber wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich bin noch in Düsseldorf, aber gleich in Duisburg. Spätestens vor dem Stadion sehen wir uns wieder. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Hier ist Baustil. Da ist der Hauptbahnhof. Und hier um die Ecke müsst ihr dann gehen und da hinten geht es dann zu den Bussen. Da sind schon viele Duisburger, bestimmt auch welche von euch. Und ja, ganz wichtig, habe ich vergessen zu erwähnen, schaut unbedingt bei Twitch vorbei, Freunde. EAFC FIFA wird gegrindet, FIFA-YouTuber geworden, Kapi. Wir gehen ins Stadion. Es lebe der Verein, Freunde. Und hier haben wir den Platz, da habe ich schon richtig Bock wieder an den Zielen, EAFC, FIFA, alles. Geil, wir gehen zu unserem Platz. Das ist der Platz heute, Freunde. Medien und so. Neben den Medien, man kennt ihn. Ah ja. Heute mal weiter oben, Freunde, weil mich diese Stange todesgenervt hat hier, diese Urwurtstange. Aber trotzdem kann ich rechts unten noch nicht hingucken. Naja, sorry. Vielleicht eine Etage runter das nächste Mal, aber da will ich die. Guck mal, hier ist so voll entspannt. Neben mir die Reihe wird auch entspannt sein, glaube ich. Ist nicht so voll, kann man entspannt aufnehmen. Aber maybe, ne, wenn ihr andere Perspektiven haben wollt, von da immer schwer. Ihr wisst selber, Ultras und so. MSV, kommt bitte heute 3 Punkte, wichtig und richtig. Und da kommen unsere Helden rein. Let's go. Komm du. Enas, Junge. Die Fähler sind auch schon da. Da ist übrigens unbehauen bei denen im Kader, den kennt man von Dortmund noch. Da sind die Kleber. Ohne Witz, Freunde, das ist wie ein zweites Wohnzimmer, ey, so geil hier ohne Witz, ey. Duisburg-Stadion immer Meter. Ich weiß nicht, diese Vereinshymne und diese Torhymne hat es mir einfach angetan, ne? Dieser Verein, so geil, ey. Guck mal, die Sonne blendet gerade genau auf das MSV-Zeichen, ey. Warum ist es so leer? Irgendwann wird es wieder voll, Freunde, irgendwann wieder erste Liga, ey. Geisteskrank. Freunde, Baki ist einfach nicht im Kader. Kann mir einer in die Kommentare schreiben, wieso, weshalb, warum? Bin gebrochen ein bisschen. Ansonsten, ja, Janda, Esswein und Köpke starten vorne. Bin gespannt. Bin heiß. Ich hoffe, ihr seid auch heiß. Ja, hier und hier. Und genau hier oben war das, Freunde. Kindergeburtstag, Familienblock. Irgendwo hier. Ach ja. Ja, schwört euch noch mal ein, schwört euch noch mal ein. Werden gewechselt von rechts nach links. Ihr seid die Besten ohne Witz. Und ihr werdet jetzt die Besten. Haben wir uns verstanden.
Nicht so früh schon, nicht so früh schon, Freunde. Wichtig. Ja, schade. Super Ballwechsel. Wir haben Platz. Mai ist vorne drin. Der Mann will die Kopfbälle. Schön stoppen. Schere! Wärmt aus. Wärmt aus. Ah. Ja, super gespielt. Oh mein Gott, ja, komm, Junge, mach ihn rein. Ja! Ja! Go! Da ist das erste Tor, Mann. Was los? Nach 10 Minuten 1-0, die Idee ist immer weiter, ganz platten lassen. Schön! Komm mal, Konter vielleicht, Mai? Mai ist neuer Stürmer geworden, Freunde, Zumba Mai! Zumba Mai! Was denn jetzt los? Was für IV! Zumba Mai! Super Flanke da! Und jetzt macht den rein, Junge! Oh mein Gott! Sebastian Mai, Junge! Fußballgott! Was? Wie macht er den rein, hä? Welche Position immer gespielt, der Mann? Tempo weiter und ja, kann ich mitleben. Ja, mit einem Freistoß. So, jetzt kein Fang hier. Ja, weg damit. Schön abgefangen, jetzt kommt das nächste Tor hinterher. Oh, was sind das heute für Bässe hier? Was sind das für Bässe? Der geht rein, Freunde, ich sag's euch. Ding gesetzt. Achso. Jetzt kommt schon. Super Ball! Ah, der rutscht weg. Mann, schade. Komm, 3-0 hinterher. Schade. Starkes Spiel, also Janda, super Spiel da. Aber hier zu viel, zu viel. Oh, was ist das? Ja. Sehr schön gesehen. Nein! Wie hält er den? Wie hält er den? Schade, Junge. Ach Mann! Kurz vor der Halbzeit, ich sag's nicht. Ihr wisst, was ich denke. Mit gefährlich das Ergebnis. Mann! Boah, der Ball will nicht in den Weg, Mann! Halbzeit 2-1. Freunde, Halbzeit 2-1. Ich komme mir vor wie beim Shapeshifter-Event in FIFA. Mai einfach vorne drin, die ganze Zeit am Ackern. Duisburg hat nach dem 2-0 Luft gelassen. Perfekt an Fußball zu spielen. Ich bin gespannt, wie die zweite Hälfte wird. 3-1, 4-1. Bitte. Zweite Halbzeit geht los, Freunde. Janda mit zwei Vorlagen. Zweite Halbzeit, es geht los, Freunde. Ja, etwas voreilig, der Mann. F-O. Janda mit zwei Vorlagen. Ich hoffe, der belohnt sich noch mit einem Tor. Ja, Pyrotechnik. Oh nein, Karma-Technik. Oh, wichtig. Ja, macht der Mann cleverer. Ja, super weitergeleitet, Schiri! Schiri!
Fußball. Weg, weg. Ich kann das alles nicht mehr denken, Freunde. Ich kann es nicht denken. Das ist belastend. Kommt, Jungs, ihr könnt es noch richten, Mann. Ihr könnt es richten, bitte. Wir haben gerade mal die 56. Freunde, 10.000. 2-2. Mach den jetzt rein, Junge. Langer Einwurf. Elber vielleicht? Nee, leider nicht. Außer Distanz schießen. Loslassen. Siegler raus. Das ist das Statement. F an den Trainer. Jetzt komm. Nix raus. Mai, such Mai in der Mitte gleich. Mai. Ja! Ja, Junge! Mai, Gott, Alter! Abseits oder was? Ich bin so krass im Loch, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Geisteskrank im Loch, wow. Jetzt kommt! Ja, Freistoß, Schiri! Vorteil abgelaufen! 4 Minuten Nachspielzeit. Totaler Angriff. Alles nach vorne jetzt. Letzten Zug spielen die nochmal Traumfußball hier, oder was? Fair? Gefährlich. Ich bin gebrochen. Ferl auf die 1. Siegler raus, Fragezeichen. 3-2. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. 2-0. So tief im Loch war ich lange nicht mehr, wow. Ja, Freunde, das weiß ich nicht, ob das noch was bringt hier, ne, so. Die Sonne blendet gerade genau auf das MSV-Zeichen. Ey. Warum ist es so leer? Irgendwann wird es wieder voll, Freunde. Irgendwann. Irgendwann wieder erste Liga. Geisteskrank. Ah, Freunde, leider verloren. Wenn du das dritte Tor machst, dann ist es hier over. Aber so, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, Freunde. Mitleids-Abo, Like. Wir kommen da schon wieder raus irgendwie. Ist gerade Krise. Ich bin im Loch. Haut rein und ciao. I got 1 grand in my dummy up. Who caught a million my go yard though? I went against her, you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by folks. I get me some hands, she been that shit over.